Hinter euch stelle ich euch jetzt ein Haus vor. Das sieht jetzt auf den ersten Moment sieht es aus, als wäre das ein bisschen weird, als würde man da nicht unbedingt direkt einziehen wollen. Ihr seht es ja, schwebt, leuchtet von innen, offensichtlich besessen. Aber ich, der ich Ihnen gerade dieses Haus verkaufen will, denn Sie haben mich ja als Ihren Vermieter, zukünftigen Vermieter, wollen Sie mich ja offensichtlich haben, sonst wären Sie ja nicht hier, sag Ihnen, das, so ist das gar nicht. Was Sie hier haben, ist endlose Energieversorgung, hallo Untermann, endlose Energieversorgung in jedem Raum, Sonne den ganzen Tag und Nacht. Außerdem ist Ihr Haus immer schön bekleidet. Und das ist gut, dass es schwebt, weil dann kann man nämlich den ganzen Dreck drunter kehren. Hat man im Garten nicht so viel Arbeit. Und das mit den Geistern oder was auch immer da drin ist, ich würde sagen, das ist einfach eine WG, eine multidimensionale WG. Das kriegen Sie gar nicht mit. Die machen das quasi, wenn Sie schlafen, agieren die. Und damit herzlich willkommen zu Reveal, zumindest dem, was ich mir vorstelle, wenn ich mir hier das Bild, einfach wenn ich das sehe, ist ein schönes Bild. Aber ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Ist ein Titel, der jetzt gerade bei Daedalic veröffentlicht wird. Und der ist von Pixel Split und hat auf jeden Fall schon Bass gemacht im Horror-Genre. Und deswegen möchte ich da auch direkt reingehen. Ich weiß nichts, ich nehme an, da kommt ein Intro und so. Ich bin ruhig, ich gebe dem Spiel seine... Oh, Moment, das will ich nicht. Seine Bühne, was gut passt, denn ein Zirkus kommt wohl drin vor. So, damit geht's los. Ich habe auf den Controller natürlich umgestellt. Der Sound ballert auf jeden Fall schon mal. Das erinnert mich an den Hamburger Dom. Ich stelle das gleich um. Ich habe das wegen V-Sync gemacht. Da ist randlos besser. Aber wahrscheinlich müssen wir dann einfach Vollbild nehmen. Oh. Wow, what a strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. So, jetzt kommt mal alle langsam runter. Entspannt euch, chillt euch weg. 9 Uhr abends, perfekte Zeit, wenn ihr es als Video seht. Nehmt euch irgendwas Gemütliches, Warmes mit ins Bett, während ich raushüpfen muss aus selbigem. Oder? Ja? Nee, erst die Pillen, dann das Aufstehen. This should do it. Okay. Nimm es. Gönn dir. Ich habe keine Ahnung. Theatralisch wie ein Ami-Film. Einfach so eine Handvoll. Maybe Martha and Dory are still up. Das war doch schon mal, finde ich, ein ganz guter Anfang, um zu zeigen, okay, die Entwickler haben einiges vor, aber man will ja trotzdem wissen, wen man da steuert. Deswegen werfen wir euch jetzt nochmal zurück zu einer, weiß ich nicht, eine Stunde vorher, ein Tag, eine Woche, ich weiß es nicht. I wish we could find the time and money to travel. Habe ich persönlich aber mittlerweile bei Spielen, bei Filmen ist es was anderes, aber bei Spielen finde ich es eigentlich gut, wenn man das so macht als Entwickler, um mal ehrlich zu sein, weil man heutzutage ja eh so wenig Zeit hat, die Leute haben keine Geduld mehr, noch 1,5 Stunden zu warten, aber als Entwickler liebt man ja natürlich seine Welt, will die aufbauen, es ist so ein schwieriger Balanceakt und dann zu sagen, okay, hier, da kommt so Horror, da kommt noch gleich so Kram, gruselig, guck mal, hier Schatten und dann aber geht's erst zurück, das funktioniert bei Spielen sehr, sehr gut, finde ich.
Das ist so das klassische, Samus Aran verliert alle ihre Rüstungsteile oder so. Oder ich weiß nicht, ne? Man kennt das ja aus klassischen Spielen auch schon. So, jetzt bin ich ruhig. Sonst habe ich hier wieder einen Laberflash. Hinweise anzeigen finde ich immer gut. Eine To-Do-Liste. Oh, sowas ignoriere ich doch schon zu Hause. Stuff, which leaves me with the rest, as always. Martha und Walter, ne? Die beiden. Ob das nochmal was wird mit der Martha und dem Walter. Help Dory with homework, read new book for book club. Ne? Wenn Hobby zur Pflicht wird. Diese Garbage. Aber das, komm, ich muss das doch nicht machen jetzt, oder? Das ist, wir tun so, als hätte ich das jetzt alles gemacht, ja. Den Müll rausgebracht. Ha! Aber ich glaube, so viel ist hier auch nicht. I think this was part of the old music box. Warum nicht mitnehmen? Ah, with Martha and Dory shows, we don't have time for weddings. Das kann ja nicht unwichtig sein. Mr. and Mrs. Bruce Lewington request the honor of your presence at the marriage of their daughter Jennifer Leslie and Oliver Greaves, son of Mr. and Mrs. James Greaves. Also Jennifer und Oliver heiraten. Okay, on the 20th of March. Warum ich das so durchlese, ist, weil ich glaube, dass da ist immer irgendwas versteckt. Declines with regrets. I'm so sorry, we have practice for the show that day. Vielleicht geht's auch nur darum, zu zeigen, dass die halt keine Zeit haben. Beschäftigt den ganzen Tag. Okay. Ich akzeptiere es. Da habe ich offen gesagt keine Ahnung, was das sei. Ach du Schnäusel! Ja, natürlich weiß ich das nicht. Ich wünschte, ich hätte jetzt so einen kleinen. Oh, das ist aber schön. Da soll sich mal Umbrella, finde ich, ein Bild von machen, ein Beispiel dran nehmen, eine Scheibe von abschneiden. Weil das ist, hier wird Sphinx nochmal ein bisschen zelebriert. Ja, die machen das manchmal auch bei denen, aber okay, ja, manchmal ja. Aber einen normalen handlichen Schlüssel, den du so schön, ist selten. Oh, there's the key. Why was it in here? Ja, nobody knows. Okay, wir haben den Schlüssel. Also können wir raus. Kurz mal in den Chat, ich weiß gar nicht, da sind wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt auch Entwickler sind. Es könnte sein, dass die mal reinkommen. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Aber I should look for Martha and Dory. Wir kennen natürlich alle Daedalic. Und ich bin da ja immer wieder gerne mit Spielen von denen am Rummachen. What was that? An earthquake? Also Grüße an alle, die jetzt zugucken. Das ist irgendwie ganz geil, ne? Immer wieder. Es funktioniert immer wieder, wenn sowas von oben Schatten wirft. Ich finde, das ist gar nicht so falsch eingerichtet. Vielleicht, wenn man Kinder hat, würdet ihr wahrscheinlich sagen, es ist unrealistisch, Leute, die Kinder haben. Aber es ist auch eine schöne Wohnung. Ja, ich bin gerade auf Suche. Oh, ich liebe es jetzt schon, aber ich will kurz gucken, ob hier ein Streamer-Modus oder so an ist. Nö, ne? Ohne Audio. Spiel vielleicht noch. Ich bin da echt mega panisch mittlerweile. Es ist echt so, okay, hier wird am Controller wird wohl nichts sein. Ich habe da mittlerweile auch nur noch Panik. Ja, das ist von Daedalic gepublished. Muss man dazu sagen, natürlich. Der Entwickler ist Pixel Split. Ja, diese Kissen kenne ich halt, ne? Die nerven mich. Da ist jede Struktur ist irgendwie anders. Das ist wie so ein Spielzeug für Erwachsene. Da kannst du so rumfummeln, wie so eins für diese kleinen Boxen, ne? Diese Fumble Boxes, ich weiß nicht, wie die heißen.
Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es, aber ich akzeptiere es nicht. Aber die Musik ist sehr schön, auch wenn ich da drüber gelabert habe. Das mache ich ja, damit ihr das nochmal spielen könnt. Ihr sollt es ja auch kaufen. Link ist im Chat. Maybe Dory's in her room. Mr. Giraffe. She takes him everywhere. Mr. G. Dory. Ah, okay, doch, es hat nur. Sie klemmte. So schön sind Zimmer wirklich nur in Spielen eingerichtet, oder? Oder in. Naja, nicht mal in Hollywood-Filmen. Aber die hatten eine sehr schöne Wohnung. Die haben offensichtlich Fettkohle. Dory. Hm. Okay. Privilege, ne? Rich Privilege. Gyref Privilege. Dory's drawing book. It's locked. Okay, das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. I need to search for the key. Why did she lock this? Du musst vor allen Dingen jetzt mal deine Tochter finden. Das ist doch viel wichtiger, als rumzuschnüffeln. But Dory and I love clowns. Ja, das alte Clown-Meme. Oh, ist natürlich wundervoll. Also wirklich wundervoll. Ich würde der Liga der Clowns nicht so viel Macht geben und irgendetwas Clown-eskes in meiner Wohnung haben, weil ich glaube, da könnte ich mal eine Geschichte drüber schreiben. Das wäre vielleicht nochmal ein i-Tüpfelchen auf dieser Clown-Nummer, dass diese Clowns wie so ein Netzwerk sind und überall da, wo Clowns existieren in der Realität, also so eine Clown-Figur wie das da eben, können die Clowns eindringen. Versteht ihr? Wie so eine Pforte. Das muss ich mir aufschreiben. Sorry, Dedelic. Das ist jetzt wichtiger als hier euer Werbestream. Jeder Clown ist... Oh, nee. Zu einer Clown, bizarren Clownwelt. Okay. Sitzt da noch mal ein bisschen drauf, Simon. So, okay. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mit ertragen musstet, aber ich habe gelernt, und ich sage das immer wieder, man muss die Ideen aufschreiben, wenn sie einem kommen. Dory loves these, so I made one for her. Das ist ein guter Vater. Follow the path to unravel the mystery. Mein Vater hat mich auch mal mit dem Auto abgeholt. Da hat er nicht jemanden geschickt, sondern mein Vater hat auch mal was für mich gemacht. Da hat er mich, weil er, glaube ich, auf dem Weg von A nach B war, hat er mich auch mal mit dem Auto abgeholt. Ja, so ein Labyrinth, was ist das schon? Was ist das schon, ne? Wir suchen ja immer noch den Schlüssel, dürfen wir nicht vergessen. I think this coin was for the old machine. I wish she would take it more seriously, though. She's such a bright kid. Okay, jetzt wie ich das gerade mal... Warum hat sie denn nur 2 von 10? Was hat sie... Oh, hä, Moment. Also sie hatte 20 Minuten. Und sie hat... nur 4 Wörter geschrieben. In 20 Minuten. Das sind 5 Minuten pro Wort. Das ist durchschnittlich... über eine Minute pro Buchstabe. Da, selbst in den 80ern würde ich sagen, da kannst du eigentlich jetzt schon mal anfangen, für die was eine Institution zu suchen. Aber wahrscheinlich, wie alt ist die? 1? Nein, ich mache nur Spaß, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich für ein Test ist. Ich raff den Test nicht mal. You... cut the sun. Was denn daran falsch? You smell the sun. Ja klar, you hear the sun. Natürlich. Es gibt diese Tage, da kann man die Sonne richtig hören, wie sie so backt auf dem Boden. You can listen the sun. Habe ich doch gerade schon gesagt. You can play the sun. Natürlich kannst du auf der Sonne spielen oder mit der Sonne. Wenn du riesig bist, so groß, dass die Sonne für dich ein Ball ist, kannst du mit der Sonne spielen. You can dance the sun. Wenn du mit ihr spielen kannst, kannst du auch mit ihr tanzen. Sing the sun, würde ich sagen, kannst du vielleicht nicht.
Ride the Sun, wie gesagt, alles größenabhängig. Enjoy the Sun ist ja natürlich logisch, ne? Das wollen sie haben. Die wollen natürlich, dass du Enjoy oder See nimmst. Aber kann man nicht eben die Sonne auch noch viel andere Sachen? Und das ist nämlich das, was ich spannend finde. Weil diese Tests bedeuten einfach gar nichts, ne? War aber auch ein schwerer Test, sagt Martin Nischen. Der knabbert immer noch dran. Du musst ihn nicht beenden, keine Sorge. Wir werden nicht abgefragt. The circus saw quite a lot of America. Meint sie jetzt, also meinte er jetzt hier dieser imaginäre Zirkus? Oder, ich meine, Martha und Dory ist ja offensichtlich dieser Fake-Zirkus. Like a map. Da ist es. Den er mit seiner Tochter hat, oder? Daddy solved the puzzle. Okay, dann solven wir mal das Puzzle. Also, das wird jetzt übrigens super unangenehm. Das wird jetzt richtig unangenehm. Wenn wir jetzt zusammen, nicht nur ich, wir zusammen dieses Rätsel einer, also aufgrund dieses Tests würde ich sagen, maximal Vierjährigen mit Clowns-Thema in ihrer eigenen Wohnung nicht lösen. Jetzt, Vorsicht, nicht, hört jetzt auf mit dem, wegen dem Test. Vergesst den Test. Das ist History. Okay. Elefant geht zur Kiste. Bin ich der Elefant? Bin ich die Kiste? Ist das einfach nur da? Okay, Kiste und dann Pferd. Zwei Pferde. Eins und eins. Hä? Wie soll denn das gehen? Wie willst du die auseinanderhalten? Okay, aber rot und braun und das ist es mehr oder weniger. Okay. So, das hier. Norden. Ja gut, ist schon lustig, ne? Aber das E macht's so weird. Okay. Dann ist da noch ein Labyrinth, ein Gartenlabyrinth, ein Heckenlabyrinth. Jetzt bräuchte ich Budi, wie er aus dem Heckenlabyrinth plötzlich von der Seite reinkommt. Und dann irgendwas mit Clowns und Zähnen. Haie. Und dann geht das endlich auf. Aber man soll es nicht lesen oder X ist quasi das Ziel, doch. Ist das nicht eine 2? Ach ja, das hier, ne? Na ja, gut, okay, also ja, gut, wie gesagt, 4 Jahre alt. 3,5. Kiste, Pferde, Labyrinth. Da ist das, ne, Giraffe, ne? Giraffe sind keine Pferde. So, Kiste und da war diese Münze drin. Kann ich mir die nochmal auch anzeigen lassen? Wahrscheinlich schon, ne? Aber wo? Inventar, genau, da, wie, Ich möchte das einmal kurz sehen. Das Inventar. Hihi. 1, 2, 3. Scheiße, ich weiß es nicht. Okay, ich guck mal schnell nach. Controller. Hinweise anzeigen brauche ich erstmal nicht. Text Overlay, interagieren. Ich glaube, das kann man irgendwie gar nicht so richtig. Ist wahrscheinlich einfach nicht gewünscht. Ah! Okay, ja, klar, da ist ja auch die Maschine. Das hilft in dem Fall doch schon, dass man das nochmal angezeigt kriegt. I took it home from the circus. It's old, but I'm fond of it. Ich bin mir sicher, es wird funktionieren. So, hier. Ich bin so gespannt. Ach, ich muss noch irgendwas drücken, ne? Nee? Echt nicht? Das ist ja voller Betrug. Meine eigene Tochter hat mich belogen und betrogen. Smart. At the top, pull handle. Okay. Da. Ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Absolut keine Ahnung. Okay, aber auf jeden Fall gewinnt scheinbar, wie immer, ist es ein Kampf zwischen Schwarz und Weiß. Und die Farben sind, das ist ja echt so, ne? Die Farben sind weit dahinter. Wichtig ist nur das Extrem. Ja, aber da ist doch sicher was bei rausgekommen jetzt. Das war ja nicht nur zum Spaß. Mann, weißt du denn, Kamera, ich sehe es nicht. Okay.
Ah, okay. Jetzt muss ich für alle. Vielleicht ist so lustig. Ich erwarte dann immer, dass sowas. Ich sehe dann immer so ein Meeting morgens um 11.30 Uhr, wo dann so acht Leute, einfach unterschiedlich, aller Farben und Geschlechter, einfach, aber sie sitzen alle zusammen und gucken sich ein Video von mir an, wie ich die einfachsten Sachen nicht raffe, von ihrem Spiel. Und dann diskutieren sie, haben wir hier was falsch gemacht, haben wir die ganzen Tests mit den anderen Leuten, die das alles gelöst haben, die nicht die Probleme hatten, haben wir das jetzt irgendwie falsch getestet, hätten wir eine andere Zielgruppe finden müssen, um das zu finden, solche Dummheiten, oder ist er vielleicht einfach ganz besonders dumm? Und dann bin ich ja nicht dabei, das heißt, die sind brutal ehrlich und sagen, weißt du was, ich habe die anderen Videos von dem gesehen, der ist immer so doof. Und dann sagt die eine so, ja, aber der ist doch immer so lustig, ach, ich guck's einfach gern. Und der Dritte sagt, was? Um wen geht's denn? Und so geht's die ganze Zeit, und so stelle ich es mir in meinem Kopf immer vor, wenn ich bei diesen Rätseln bin, weil ich einfach weiß, okay, im Zweifelsfall, wenn du überhaupt was nicht raffst und dich ärgerst, dann zeigen die sich das gegenseitig und denken, haben wir dann einen Fehler gemacht oder ist er das? Weil dafür ist es ja auch da. Ich bin ja quasi Beta-Tester in diesem Fall. Wollte ich nur mal kurz erzählen. Das sind ja ganze Universen, die da immer existieren, während hier parallel einfach nur ein Spiel gespielt wird. Okay. This should work. Ja, ich weiß natürlich genau, was jetzt passiert. Denn jetzt wackel ich sie. Nee? Es ist an sich schon ein Rätsel, ne? Ich habe vorhin überlegt, ob ich nochmal was nachwerfen soll. Okay, aber das an sich ist die Idee. Jetzt gerade muss ich sagen, bis auf die Kante ist es halt eine super Geschichte, dass ich das so mir so angucken kann. Ne? Ich hoffe, das kommt noch häufiger. Es gibt natürlich wahrscheinlich viele solcher Rätsel, die ich nicht raffen werde. Weshalb ich mir keine Sorgen mache, weil gesagt wurde, nach 4-5 Stunden kommt so ein Zeichen, dass du nicht weiterspielen sollst. Ich werde aber, glaube ich, nur 3 Stunden spielen. Ich glaube nicht, dass ich das sehen werde, weil ich sehr, sehr lange für alle Rätsel brauchen werde. Aha, okay, jetzt gewinnt die Rote und die kommt hier auch so durch. Das ist doch mal eine schöne Anordnung. Aber das ist ja nicht immer so, oder? Aber ich muss das mal lesen, was hier eigentlich da steht. First 3 horses in the next race. Basing your prediction upon horses starting positions. Ah, so ist das, also auch im Original so gedacht, dass man das dann oben wieder in den Positionen, die sich hier ergeben haben, oder? Und oben wieder reinbringt? Dass man diese Reihenfolge, die quasi beim Qualifying war, dass man dann mit Freunden, okay, und das ist jetzt das Finale und da kann jeder wetten, weil der eine war der Favorit dieses Mal. Wir haben aber auch gesehen, letztes Mal war es, glaube ich, weiß-schwarz irgendwas. Jetzt sind die Farben vorher, man kann es gar nicht so richtig sagen. So, die Murmel. My favorite color. Kann ich denn die anderen auch nehmen? Nur den Favoriten, okay. Das war's, glaube ich. Jetzt haben wir die Murmel. Das waren die Pferde, okay. Hier sind die Murmeln, ja, okay. Und die Murmel muss dann irgendwo hier ins Heckenlabyrinth. Also, ich bin ja kein großer Mega-Fan von... Oh, da gehen wir gleich rein. Von... Kindern generell, weil ich ja keine habe und so, also weil ich einfach keine Berührungspunkte habe und auch ja nicht vorhabe, welche zu haben, aber, und weil ich halt auch glaube, dass Kinder unglaublich anstrengend sind, blablabla, 1 Million Gründe, und weil ich die Umwelt schützen will, 1 Milliarde Gründe, aber wenn ich dann denke, so ja, wenn du so ein Kind hättest, ne, was, also allein die Vorstellung, ein Kind zu haben, was so einen coolen Shit für einen dann macht und einen so versucht mit so einer Schnitzeljagd quasi, ne, zu übervorteilen eigentlich, zu gewinnen. Das gibt's ja, kann ja alles andere auch sein, ne, ob es jetzt Basketball ist oder sowas, ne. Das finde ich irgendwie schon sehr, das hat was sehr Schönes, das wärmt sogar mein Herz, auch wenn es virtuell ist, weil ich mir irgendwie vorstelle, dass das schon, das sind die schönen Momente, aber wie gesagt, die sind hart, hart erkauft. So. Okay, weiter geht's. Die werfen wir jetzt natürlich hier ein. Hier beim... Da. Mann, also was hatte ich früher auch. Ich mir irgendwo oft im Urlaub dann gekauft. Ach nur, es soll nicht rein, ja. Da gab es dann immer diesen ganz fisseligen kleinen Scheiß in Plastik.
der dann übertrieben teuer war, aber trotzdem nicht so teuer, dass man den nicht immer wieder bekommen hat, wenn man gequengelt hat. Während die Eltern die 100. Tasche sich angeguckt haben oder nochmal ein Teppich. Wie wär's nochmal ein Teppich? Oh ja, nochmal ein Tee. Ja, okay, gucken wir uns doch mal hier die Kanne an. Oh, ich habe eine Vase gekauft. Alles, was du da gekauft hast, ist Füllstoff für den Container. So, ich mach das mal hier. Rein und jetzt gibt's wieder was. Natürlich. Jetzt so ein völlig unfähiger Vater, der fühlt sich genervt und gestresst, ich muss doch zur Arbeit, bricht es so auf, alles fliegt rum. Das wäre so irgendwie traurig. Bunch of plastic teeth. Aber wahrscheinlich realistischer. Okay, immerhin nur Plastikzähne. Das würde mir zu denken geben, wenn da jetzt die echten Zähne vom Nachbarkind drin wären. Dann würde es plötzlich dark werden. Das ist übrigens Fake News. Giraffen werden viel größer als 1,30 Meter. Okay, wir haben jetzt die Zähne und die Zähne waren, was war nochmal hier, die Klauen? Ja, Klauen. Da, ne? Ha! I need to open his mouth first. Okay, ja, einmal hinten am Arschende zwirbeln. Okay. Ich kann also die Dinger runterdrücken. Okay, aber da ist das nicht, ist die Idee dahinter nicht, dass man so lange drückt, bis das Ding zuknallt? Ach so, einmal hat schon gereicht. Hatte ich halt ein bisschen Pech. That giraffe is a key. How clever. Okay. Da. Jetzt endlich kommen wir an die schmutzigen Geheimnisse. Jetzt wissen wir endlich, wo sie am Morgen des 23.1978 war. Nee. Der Code ist für uns unlösbar. Jackie, wir schaffen es nicht. Wir sitzen hier schon seit 10 Sekunden. Was ist offen? Okay. Also sieben. Also 7 Jahre, ich weiß ja nicht. Da ist doch was schiefgelaufen. Die ist eindeutig zu viel Zirkus, zu wenig Schule, würde ich sagen. Wenn ich mir den Tester angucke. Ah, so. Okay, wir blättern uns natürlich jetzt durch. Also, mein Papa trägt immer rote Hosen. Und Mama macht so Slacklining, die ist voll cool, ey. Und der Papa, der macht so Kram mit Nägeln, so Ikea oder so, ich weiß es nicht. Und dann bin ich immer zum Kiosk. Zum Kiosk. Ey, wenn Kioske so aussehen würden, das wäre noch besser. Dann wäre auch schön, weil dann gäbe es so, auch, gibt ja eh schon so viele Kioske und dann gäbe es so viele schöne, lustige Zelte in der Welt. Und dann sind wir zum Zirkusfahren der Stadt. Und da gibt es Giraffen, Katze und Wolf. Nee, all das gibt's da nicht. Aber gut, du bist ja erst 7. Übrigens, wir müssen mal über deine Klausuren reden. Ja, nee, jetzt lass mich mal weiter erzählen, Papa. Und dann ist da noch ein Auto mit dem Haus und dem Garten. Warum ist denn das jetzt hier? Ich weiß nicht. Und dann waren da noch die Tiere, waren alle dabei. Und der Koala und der Hamster. Das, und dann wurde alles ganz schlimm und dann haben sich, hast du dich immer gestritten mit der Mutter und der Zirkus und dann mit der Schere und dann. Okay, das wurde wirklich sehr schnell dark. Da verarbeitet jemand etwas. Ja, der meint wahrscheinlich dich, ne? Oh, fuck. Das ist natürlich geil. Das ist ein schöner Übergang. Jetzt sind wir nämlich auch da. Beim Zirkus? This has to be another dream. Ja. Wait, this can't be. This is right by the lake near the circus. Dory? Is that you? Dory and I come out here all the time. Mommy! Daddy! I found a really, really big fly. So
sweetie. That's called a dragonfly. Oh, be careful. They can breathe fire. Don't be silly, Walter. You'll scare her. Der Walter. Der alberne Walter. Der ist schon wirklich ein Witzbold. War nur ein Scherz. Weiter geht's. Dory, what are you doing out here? Nee. Da ist sie weg. Spätestens jetzt würde ich auch langsam zu rennen anfangen und versuchen, meine Tochter anzufangen. Andererseits, Darsteller in solchen Spielen, ne, die müssen ja irgendwie weiter voran. Aber eigentlich würde ich da hinten bleiben und weiter da suchen. Aber wahrscheinlich wäre ich auch erstmal sehr beeindruckt darüber, dass da ein kompletter Wald im Schrank meiner Tochter ist, mehr oder weniger. Also die vielleicht nicht im Schrank, aber dass da einfach plötzlich sowas ist. Gehört das zu der Immobilie dazu? Ich weiß genau, du bist wieder nicht da. There's the train we use to travel. Nowadays the circus just stays here. Most? It's like ages since I've been here, but at the same time, like yesterday. Most difficult area feats. Das befürchte ich auch langsam. Dann kann ich mir auch mal alles in Ruhe angucken. Oh, I was always pretty good at this one. Er nimmt das ja auch nicht so richtig ernst. Das finde ich sehr schön, diese Hommage an diese wirklich klassischen Jahrmarkt-Attraktionen noch. Sowas hier. Ich meine, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht. Wirft man da einen Ball? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen würde. Ne? Und klassisches Popcorn-Design hat sich noch nie verändert. Ich hatte mal über irgendwelche Umwege, glaube ich, auch von Kino Plus Connections auch so ein Popcorn-Macher, so einen kleinen. Meine Frau hat ihn gehasst, aber ich fand ihn sehr schön. Er war eine Sauerei zu reinigen und alles. Und er hat den Umzug nicht überlebt. Der wurde irgendwie aussortiert. Aber ich habe ihn sehr geliebt. I wonder if I still got it. Das fragt sich doch jeder Mann. Jederzeit. Und die Antwort ist immer früher was besser. Why did somebody wrap this up? Are these mine? I stopped smoking when we had Dory. Die Zigaretten eines Zimmermanns. Entschuldigung. Well, let's see if we can turn the power on. Ich habe vor kurzem den neuesten Indie gesehen und er hat mich. Ich musste ihn in 3 Tagen so ein bisschen mir so reinwürgen, wie bittere Medizin. Aber und dann habe ich mich an schöne andere alte Indie-Filme erinnert. Und das war das Schöne an dem neuen Film, dass das einen an die alten erinnert. Ja, ausschalten bringt. Was habe ich davon? Und dann aber vielleicht die anschalten? Nee. Okay. Okay. 7 auch nicht. Output 117 Volts. Was steht hier noch? No mistakes. Nö, viel mehr als 1 kann ich nicht machen, scheinbar. Dann gehen. Man kann es trotzdem mal probieren, ob man die in einer gewissen Reihenfolge. Nee. Oh, ist das anstrengend. Es fühlt sich richtig anstrengend an. Ich glaube,
Das ist jetzt hier wie ein Affe, der einfach was in seinen Käfig geworfen bekommen hat. Das ist gar nicht richtig, aber ich mach's trotzdem. Na, aha, Affe, Affe. Da freut er sich, da kriegt er, weiß ich nicht, eine Handvoll Läuse bekommt er zum Naschen. Okay, welche hatten wir noch nicht? Nein, natürlich nicht. Jetzt braucht er trotzdem noch ein halbes Jahr. Das und dann die 7. Ja, Mann, das Rohr neigt zum Biegen. Und die 5? Nein! Wie die langsamste Simon Says Version ever. Wir haben doch Simon Says zu Hause. Bei Elektrikern. Bei der Elektrikerfamilie. Ja, nee, wir haben Simon Says zu Hause. Ja, ja, kannst du mal mit der Sicherung. Irgendwie so. Komm jetzt. Oh Gott, es ist so schön. Oi, oi, oi. Got it. Got it. I am Sohan. Ein Sultan. I can see your future. Oder Sohan? Come, see it too. I just need a token of appreciation. Ja, ich hab natürlich keinen, ne? Den kann man ja gewinnen. Oh Gott, was ich damals als Kind schon Big mit Tom Hanks gefeiert habe. Wenn ihr den nicht kennt, weiß ich wirklich nicht, was ihr damals geguckt habt. Das ist die ultimative Kinderfantasie, Big. Und mit Tom Hanks halt auch ein super Darsteller, der es einfach auch gut macht. Eieiei, war das toll. Riesenspaß. Da muss ich immer dran denken. Das Ding ist für mich unweigerlich damit verbunden. That's Martha's blindfold. She used to wear it during the finale of her solo show. It was always scary, but I knew she would never fall. Eine Zirkusaugenbinde. Zirkusaugen. Hm. Ich muss mal gerade gucken, wo wir nochmal Sachen anzeigen lassen. Das ist ja eins, ne? Weil dann habe ich das alles schon. Das ist doch gut. Aber ich dachte gerade schon, hier liegt so viel rum, dass ich ein bisschen Angst habe. Aber, okay, nee, L1 ist es. Ja, ich habe ein bisschen Angst, was zu verpassen oder so. Und ich glaube, sie zeigen auch immer nur das in der Nähe an. Kann das sein? Egal. Hatten wir das schon? Sometimes Dory tries to catch up on some homework, but usually not for long. Not for long. My workbench. Ah, da ist auch rechts. Okay, also er ist... Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, die arbeiten offensichtlich beim Zirkus. Er ist verantwortlich für die Maschinen, deswegen hat sie auch den ganzen... Rätsel, Labyrinthkram, Gedönse-Dingen. Sie ist also ein Zirkuskind. Aber warum ist denn der Eingang bitte dann in ihrem Zimmer mitten in der Wand? Plötzlich? Also weiß er darüber Bescheid? Oder wo bin ich hier gerade? Weil die tun alle so, als wäre das nichts. Aber er war doch eben auch überrascht. I must have changed hundreds of these over the years. Na gut, es kümmert ihn einfach nicht sonderlich. Gut, er hat beim Zirkus gearbeitet. Wahrscheinlich hat er viel Schlimmeres gesehen als das. I stopped caring around 1972. Natürlich nehme ich das. So, jetzt hole ich mir nach und nach den Kram. Aber ich mag das sehr, diese ganzen alten Automaten. Ich finde, wie gesagt, das hat eine große Faszination hier. Da hat natürlich Sega die Inspiration für MotoGP oder wie das heißt her. Nee, wie heißt das? Mann, hang on. Das habe ich noch, als kleiner Stups in damals noch Jugoslawien, in der Spielhalle gespielt. Das weiß ich noch ganz genau. Das war immer, gab es in jeder Spielhalle immer einen. Und das war so Italien, Jugoslawien, so diese ganzen Länder, die warm waren, wo man hingefahren ist, damals mit einem zugerauchten Auto. Das sieht doch schon aus, als wären das zwei Zigaretten links und rechts. Genau so. Und dann hast du da irgendwie halt mindestens, jeder Spieler hatte eins von diesen Pseudo-Lenkrädern oder Motorrädern und dann hast du da halt gerissen, aber es war halt am Ende einfach super Hang-On oder nicht mal super, es war nur Hang-On. Bello, ey, du bist ein Genie, Mann. Du denkst nämlich genauso wie ich, also musst du eins sein. Okay, geht gleich weiter.
Doch, ich muss sagen, es fängt natürlich ruhig an. Und ich glaube, da kommt auch noch einiges. Aber ich mag dieses Setting sehr. Das hat man jetzt gar nicht so oft bisher gesehen. Obwohl es doch nahe liegt beim Thema Horror und Grusel. Vielleicht ist es den meisten Entwicklern zu sehr on the nose oder so. Und man versucht dann lieber was Eigenes an... Was heißt Eigenes? Was anderes zu machen. Als Zirkus meine ich jetzt, ne? Weil Clowns und so einfach damit sehr eng verbunden sind. Aber Zirkus ist generell doch immer so freaky. Okay, geil! Es wird ja immer besser. Richtig schönes Oldschool-Arcade-Feeling. Als dieses Spiel rauskam, war ich 8 oder 9 in meinem Dorf. Hat es für Monate lang für Aufsehen erregt. Die Schlangen waren länger als alle Schlangen, die wir jemals für Milch oder Butter oder manchmal sogar das Kühlauto von... wer kam früher immer vorbei? Mit diesem Kühlscheiß essen. Der Eiswagen kam auf jeden Fall. Nee, jetzt, ja, ist ja gut. Muss ich hier gewinnen? Scheiße, 1000, ja. 1000, okay, ich muss gewinnen. This can't be this difficult. Naja. Bofrost! Ja. Wie heißt das Clowns-Maskottchen von Bofrost? Bobofrost. Fliegt mir einfach so zu. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, der Dalek? Bei mir kriegt ihr halt ein Comedy-Programm und ein Let's Play. Oh, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren auch, ne? Das ist gar nicht so, ist extrem herausfordernd. Rasend schnell. 1000 brauche ich. Das ist so, oh Mann, das ist richtig aufwendig. Aber es ist eine geile Technik dahinter. Ich mag das sehr. Das ist im Grunde wirklich Videospiel, bevor es Videospiel gab. Nee, einfach Spiel halt. Nur Spiel. Aber es imitiert halt wunderbar schon das, was später kommen sollte. Das finde ich so faszinierend daran. Vielleicht liegt es auch daran, weil sich die Spiele daran orientiert haben. Wir werden es nie wissen. A few more points. Come on. Yes. Easy. Natürlich mache ich noch weiter, ne? Das hört jetzt nicht mehr auf. Ich hole den Highscore für alle Zeiten. Wenn das hier die Erinnerung meiner Tochter ist, in der ich irgendwie rumtänzel, in die sie sich vielleicht geflüchtet hat, weil sie Angst hat vor ihren Kindern, vor ihren Eltern, meine ich, die sich streiten, dann werde ich ihr da gefälligst einen ordentlichen Highscore reinranzen. Was erlaubt sie sich denn, eine eigene Erinnerung zu haben mit einem Arcade-Automaten, in dem ich nicht den Highscore habe? Vielleicht hört das Spiel automatisch auf. Zu gut, sie sind zu gut. Und dann drehe ich mich um, rück mir den Hut und die Sonnenbrille zurecht, flippe nochmal so eine Zigarette in die Kamera und sage, ich weiß. Jetzt, so, wir haben die scheiß Münze endlich. Ja, das ist ja, da bin ich ja gefahren wie ein Wahnsinniger. Da bin ich froh, dass die Polizei mich nicht erwischt hat. Schuldig! Schuldig! Habt ihr gehört? Doppelt schuldig. Das ist quasi zweimal schuldig. Jede Schuldigkeit wird dann erhöht und verdoppelt. Aus 3 Jahren werden 6, aus Bewährungen wird plötzlich Knast. So. Ich kenne sogar diese Tokens auch noch sehr gut. Die Automaten waren immer umgebaut. Immer umgebaut für Tokens. Also da waren da keine Münzen, die man woanders benutzen konnte, sondern es waren immer so kleine, geriffelte, billige Tokens, wo einfach der Schlitz und so alles angepasst war, dass nur die durchpassten. So wie ich nur hier da durchpasse, weil ich röhrenförmig bin. Auf Todesstrafe mit Doppeltodesstrafe. Genau, du verstehst schon. Genau. Hang-On sollte eigentlich der Name sein, weil das diese Technik ist, genau, bei dem man so kurz über der, wo das Knie über den Boden schleift, ne? Der Experte beim Entwickler hat's verkackt und falsch gesagt. Aber heißt das nicht Hang-On? Jetzt bin ich gerade verwirrt.
Von Sega? Das hieß doch Hang On. Dann ist das doch richtig, oder? Oh, das ist schön. Ich mag so klassische Kulissen noch. Ist doch gleich viel schöner als... Naja, ich mag virtuellen Kram auch. I think she just really likes to scare me. Ich würde gerne, es gibt ja so eine Mittelalter oder so eine historische, so einen historischen Jahrmarkt in den meisten Städten dann immer auch. Passend zu den jeweiligen Jahrmärkten und so gibt es dann auch immer sowas. Weiß nicht, ich finde sowas sollte wie ein Museum eigentlich, sollte sowas existieren. Wo ich dann halt auch mit meinen Kindern durch kann, wo das so gruselig ist, aber auf so eine ganz alte Art, mit so ein bisschen Snacks noch, die auch so einfach sind. Und natürlich eben wie so ein Museum vergangener Zeiten. Ach, das ist ein Hang-Off. Jetzt raff ich's. Der jetzt nur für alle, die sich gefragt haben, wegen dem Motorrad, was war da jetzt? Hang-Off heißt das Hang-Offen. Und der Entwickler hat aber Hang-On. Was gibt denn noch? Hang-On. Entschuldigung, aber ich bin halb Japaner, ich darf das sagen. Und deswegen haben die das dann... Ich verstehe. Oh, ist lustig, weil eine Sache, die nicht onhängen konnte an meinen schönen Crocschuh, ist hier dieser kleine Umbrella-Penöpel, den ich ja zu zu meinem Geburtstag, neben anderen vielen Penöpeln bekommen habe. Und meine Frau meinte, warum machst du sie nicht drauf? Und ich so, weil ich genau weiß, dass ich sie dann verliere. Und jetzt habe ich schon zwei verloren, irgendwo hier in der Wohnung. Ups, aber dafür sind sie da. So, jetzt geht's weiter. Ist das Spiel clownlastig? Bisher nicht. Man kann aber auch nur ganz wenig mitnehmen. Oh shit! Das hat mich wirklich erschreckt. Looks like the clown from the circus. What was his name? Lustig, eben noch gesagt, keine Clowns. 3 Sekunden später Clown. Aber das ist okay, das ist ja ein Spielzeug-Clown. Aber denkt an meine Geschichte hier. Jeder Clown, der in dieser Welt existiert, ist eine Pforte auch noch zu einer anderen Welt, die von Clowns regiert wird. Die schreibe ich demnächst irgendwann. Ich habe gerade heute eine Geschichte fertig geschrieben, die ich parallel aufgenommen habe, aus der ich so ein Video machen will, wie man eine Geschichte schreibt, wie ich eine Geschichte schreibe. Ungefähr 15 Stunden. Und das ist... Es ist so süß. Ich will da mal rüber. Auf jeden Fall ist das für mich der Beweis, dass man es schaffen kann. Nehmt euch einfach was vor und arbeitet dran und macht's fertig. Irgendwann ist es dann durch. Ich will das nochmal. Ich will es nochmal erleben. Oh was, es gibt nur Eimer? Eimer Abdallah! Naja, sieht aus, als wäre das hier the only way. Ich bin ruhig. Dory, enough playing around. Es ist aber, ich mag das total. Ich würde da super gerne durchgehen. Geht sowas heute nicht schon so als zeitgenössische Kunst irgendwie durch? Die Menschenwaschanlage. Schön den Schmodder von den anderen 100 Gästen. Sehr gut. Maradup. Also sowas immer, wann immer ich durch sowas durchlaufe, ich würde da gerne, also ich hätte gerne eine Wohnung, wo das irgendwie drin wäre, so als Pforte. Ich verstehe nicht, warum reiche Leute nicht mehr so Quatsch haben. Boah, und so simpel gemacht. Die Eyeball Lady, Futurama. Lila. Ich mag diese Zeichnung.
Mir fehlt ein bisschen noch von ihm der Kommentar. Es ist mir irgendwie er wundert sich zu wenig. Moment, World's Strangest People, alive. What makes him so strange? He eats his Nutella with butter. And he likes pudding out. Yes, yes, he likes it very much. Indeed. Und dann... Die Frauen fallen in Ohnmacht. Die bat die. It's German. Dory, I'm serious. That's enough. Ja, so langsam wird es einem auch ein bisschen schwummerig. Nicht nur deshalb. Und ich werde trotzdem beeindruckt, dass sie das alles scheinbar so ein bisschen initiiert hat. Sie hat mich ja hierher gelockt. Aber vielleicht ist das wirklich alles in ihrer Vorstellungskraft. Vielleicht ist sie einfach krass und hat diese Vorstellungskraft. Und für ihn als Vater ist das normal. Where did she go? Oh Mann, ey, ja, sowas mag ich. Diese optischen Illusionen, die klassischen optischen Illusionen sozusagen. Ne? Schon früher hast du damit Leute geflasht. Ich kann's nicht glauben. Ich sag dir, komm da mal hin. Gehst du mal zum Zirkus, die haben da einen Raum. Ey, da gehst du lang. Und dann denkst du, er biegt sich. Wenn du da ganz am Anfang stehst und ein bisschen nach links und rechts guckst. Ich sag dir, du denkst, der Raum biegt sich. Und dann gehst du da hin. Und was glaubst du, was da ist? Was ist da los? Da haben die da so einen Stuppen. Wo ist das nur aufgemalt? Da geht das quasi in den Gang rein. Ey, ich kann mir das so... Es ist so geil. Ich hätte gerne... Ich hätte damals so ein Haus gehabt. Moment. Habe ich mich verlaufen? Nee. Hä? Erinnert mich auch ein bisschen an Superliminal. Na, den kenne ich auf jeden Fall. Komm, erzähl mir nichts. Ja, findet man auch im Internet unter der Bauer. Ey, wie komme ich denn hier jetzt weiter? Also ist sehr schön. Aber das wirkt eher wie so ein feuchter Albtraum. Das ist es. Ein feuchter Albtraum von Jan Gustafsson. Oder? Komm rein, setz uns alle Schachmatt. Alter. Ja, sowas flasht mich. Das mag ich. Die ist nur aufgemalt irgendwie. Die ist wirklich nur aufgemalt. Please wait, Dory. A train? A Dory's train. Oh, but wasn't it? Aha. War der nicht verloren gegangen, kaputt bei irgendeiner dramatischen Sequenz, die irgendwann noch kommt? Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das hier noch stimmt alles. Ist doch längst offensichtlich klar, dass hier der Wahnsinn durch die Wände dringt. Hab ich mich verlaufen oder ist es halt wirklich, bin ich in der Box jetzt? I don't remember putting a motor in you. Fine, fine. I'll play along. Where are we going next? Habt ihr das mitgekriegt mit Bally, dieser kleine Roboter-AI-Ball, der dann auch mit dem ganzen teuren Scheiß, den ihr in eurer Wohnung erst noch kaufen müsst, interagieren kann? Stups!
Dory and I used to play with it all the time. Wait! Dory! This must be a new addition to the funhouse. But why does it seem so familiar? Ja, war klar, ne? Wir sind in so einer Art Purgatory. Angefacht von unserer Tochter, die wahrscheinlich pisst ist. Dr. Who, Weeping Angels oder was? Ich trau mich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die mich umbringen können. Nee, aber es ist ein guter Effekt. Das hätte ich auch in meiner Wohnung. Direkt nach diesem... Nach der Mischmaschine hätte ich dann hier das Stroboskop-Gewitter. Die schlimmste WG der Welt. Ein ganz normales Wochenende in Hamburg. Ich hör schon auf. Ja, okay. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Ja, natürlich da, beim Zelt. Ein Zelt geht um die Welt. This sounds like Martha and me. Wer hat denn das Zelt bestellt? They married soon after and had a child together. A healthy daughter who was their whole world. Oh nee, muss ich jetzt meinen Namen wissen? Dory! Ist ja nicht mein Name. Where is this story going? Why is it about our family? Er ist ein bisschen begriffsstutzig, ne? Growing up, she happily followed in her mother's footsteps. However, their road was not without obstacles. Money was short. Time spent between the three even shorter. And so the road led to an inevitable end. Inevitable? Inevitable. What is that supposed to mean? This isn't true. I think. I have to hurry and find Dory. Das ist auf jeden Fall interessant, natürlich, weil es in so einer gewissen Kopfhöhe ist. Ne? Das ist natürlich Assoziation zum Erhängtwerden weckt. Ich glaube, der Gute ist gut im Verdrängen, genau. Lass mich kurz mal was schauen. Mich irritiert nämlich, dass da dieser Punkt ist.
kann man den, warte mal, sanfte Kamerabewegung, alles gut. Gut, dass das da ist. Text-Overlay, Tastatur-Controller, Grafik vielleicht noch? Auch nicht. Schade. Ich meine, es ist schon, ich beschwere mich nicht, ne, aber es ist dann so ein Punkt. Manche brauchen den ja, ich verstehe das. Ich selbst denke, brauche ihn eigentlich nicht. Vertigo. Nee, das ist, Achtung. Vertigo, 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 Vertigo. Irgendwie so. Habe ich erfunden gerade. Da war ganz schön Keller, ne? Direkt die ersten 4 Stockwerke übersprungen, oder? Beim Bau. Fangen wir direkt im 10. an. Minus 10. Na, da will offenbar jemand... Alter! Ich wollte gerade sagen, da will jemand aber nicht, dass ich da hinkomme. Oh, da hättest du aber gleich... Da hätte ich die Treppe jetzt aber nicht gebraucht. Oh, no, no, no. Ah, Spiegellabyrinth. Ist natürlich interessant, dass er überhaupt nicht zu sehen ist, aber ich nehme an, das ist eher eine Designentscheidung als jetzt irgendeine ein Hinweis auf etwas. Man weiß ja, dass die Entwickler sich Freiheiten bei der Architektur nehmen. Dadurch kann man hier eh nichts trauen und kann eigentlich einfach nur irgendwo langlaufen. Jetzt habe ich mich tatsächlich verlaufen. Ich war mir so sicher, dass die mich nicht verarschen können mit ihrem Labyrinth. Okay, dann gucke ich hier nochmal. Man sieht ja, wo der Boden ist und wo die Glasscheiben sind. Das ist ja auch ein bisschen älter, aber man sieht sie ja, die sind so angegilbt. Da geht's aber auch nicht weiter. Okay, das ist nur eine Ecke. Ha! Okay. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Nee? Ah, seht ihr? Andere Ecke. Ah! Tori, please stop running away. Stört dich denn nicht, dass die auf der Spiegelseite von dem ganzen Shit ist? Wenn ich die finde, dann kriegst du aber einen Arsch voll. Es ist 1980 hier. Da wird noch geprügelt. Hörst du mal auf, die Pfanne jetzt zu verarschen hier. Hier, Dori. Dori. Hehehe.
Okay, damit hatten sie mich wieder. Das klappt immer. Okay, weg mit der Tür. Ups, doch nicht. Die hat eindeutig zu viel Zeit. Und wir brauchen mal ein bisschen Sicherheitspersonal in dem Zirkus, der in ihrem Kopf ist. Okay, die verfolgen mich. Das ist ja super ekelhaft. Der große Reveal. So heißt das Spiel ja auch, ne? Reveal übrigens kommt, wenn ihr das Video seht, ist es schon raus. Wenn ihr es jetzt im Stream habt, könnt ihr morgen oder heute in 2 Stunden vorbestellen, kaufen. Aber auch gerne vorbestellen, falls mal ein Rabatt oder so kommt, weil das ist ein, wie ich finde, sehr schöner atmosphärischer Titel mit einem Setting, was eigentlich komplett durchgelutscht sein sollte, aber noch überraschend unverbraucht ist. Was mich auch ein bisschen wundert, nach all den Five Nights at Freddy Geschichten und den Klonen dazu und so, ist das tatsächlich seine ganz eigene Sache. Was sagt die Spieldauer, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass nach 4 bis 5 Stunden ich nicht mehr weiterspielen soll, weil dann vielleicht gespoilert wird, nehme ich an. Reveal klingt so, als ob jemand besoffen versucht, Resident Evil zu sagen. Ich muss lachen, weil nicht weil ich das nachvollziehen kann, sondern weil ich, wenn ich das mir angucke, immer will ich Evil sagen auch nur. Also ich will nur Evil irgendwie sagen. Und man denkt halt irgendwie Resident Evil, Evil. Ich kann diese Connection sehr verstehen. Und obwohl es nicht so ist, habe ich das Gefühl, in Reveal steckt halt das Wort Evil drin. Did you see how high up I was? I was flying like a superhero. Ja, da hat er keinen Kommentar dazu. Früher hätte das hier für ein Musikvideo ausgereicht als Setting. Oder? Einmal ihn so links rein montiert, einmal hier unten, dann eine Band noch rechts irgendwie aus dem Fenster rausgucken. Wir sind weit gekommen. Resident Evil. I'm sorry, Dad. I need to go practice with Mom. I will see you tonight. No! The great savant sees you did not find what you seek. You will never find it, for this is not your future. But if it is not your future you seek, maybe the path before you can lead you to your past. Will you follow, even if it means certain doom for you? Again. Go and seek the truth. Oh, I must be dreaming. I don't understand any of this.
Please, let me wake up. Kann man hier überhaupt sterben? Wird gefragt. Wir werden es rausfinden, da bin ich mir sicher. Okay, aber wo muss ich denn lang gleiten? Ach, nirgendwo, okay, das ist nur. Kein Telefon, das ist nur Gekrissel. Ich sag ja, Dr. Who. Sehr mysteriös. Also, wir hatten jetzt gerade ein Motel mit Straße und dieser Telefonzelle. Nightmare. Oh, I need to get something for these headaches. Oh, what a fucked up dream. Where are my meds? I usually keep them here next to the bed. Oh, I better find them quickly before this headache gets even worse. Wasn't I searching for Dory? No, I was just dreaming. A bunch of empty pill packets, but these aren't mine. Hmm. Why do I feel like the key is in here? Where's this figure again? Why did we keep these in particular? Ja, jetzt machen wir alles nochmal. Wahrscheinlich mit Änderungen. Vielleicht ist das auch unser Purgatory, unser Zwischenreich, in dem wir gequält werden, weil wir uns nicht gekümmert haben. Over here? Na, es hat auch einen Grund. Die hier seht ihr auch hier, ja, die Spuren des Kampfes sind. Das ist eine ganz schlechte Idee. Spuren des Kampfes sind offensichtlich, könnte man sagen. Naja, was heißt des Kampfes? Aber ich meine, hier liegt ja irgendwie Zerbrochenes, dann irgendwas wurde geworfen. Ist das hier geklebt? Ja, okay, klar. Ist so ein bisschen die Entwicklung der Familie im Laufe der Zeit. Die Pillen sind auch kein gutes Zeichen. Die Tochter ist wahrscheinlich in ihre eigene Welt lieber als in der Realität. Okay, wo ist denn nochmal hier das Loch gewesen jetzt für die Giraffe? Let's see if the key's in here. Ah, I knew it. Dafür. Oh, what time is it? Oh, I should check on Martha and Dory. Hä, was? Ach so, okay. Ich war mir gerade so sicher, dass es noch weiter runterging. Wegen dem Teppich. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Aber so war es beim ersten Mal auch schon.
Ja, einfach so liegen gelassene, auf Pappkartons herumrollende Weinflaschen und schief hängende Bilder, die zeugen natürlich ganz klar davon, dass hier jemand seine Drogen nicht richtig im Griff hat. Das ist eine wundervolle Wohnung, möchte ich hinzufügen. Ich liebe den Schnitt. Bin ich der Einzige? Im Chat sind auch einige, sind schon die ersten von ImmoScout hoch hingekommen und denken, ey, wo ist denn die? Wo liegt denn die? Was kosten die? Warm oder muss ich dann auch noch was monatlich abgeben an irgendwen? Nein, nein, es ist in einem Spiel. Es ist nicht echt. Ja, wo liegt denn das, dieses Echt? Ist das irgendwo bei Berlin vielleicht? Okay. Dory's probably sleeping, but I should still check on her. Martha's probably upstairs painting. What is going on? This isn't Martha's room. What happened to our bathroom? This can't be real. Ugh. God, disgusting. Ugh, everything here looks filthy. Ugh, I think I see my pills floating in there. Das macht dir, gibt dir nichts zu denken? Well, I guess it can't hurt to still take them. Eh. But does it? Ah! Ah! Gone. But that was Dory. Gleich. Oh, that's a lot of empty bottles. Martha and I usually only drink on special occasions. Was sind denn diese Special Occasions? Mittags. Oh, stairs are all wrong. Mein Gott. Die haben sich sicher nur gestritten, weil sie beide so viel arbeiten mussten, um diese wahnsinnige Immobilie zu bezahlen. Dabei hätten sie doch alle im Zelt im Kopf ihrer Tochter wohnen können. Mietfrei. Das werde ich nie verstehen. Okay, wir haben jetzt also Kunst, Tarotkarten. Warum die beiden sich nicht verstehen? Das habe ich bisher nicht verstanden. Was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Oh, is that? Hat die ein Auge? Actual eye? It's watching me. Oh, oh, what is this? Where is this? This strange feeling that something's missing here. Ja, die Opfergaben. Den großen Augentisch musst du darbieten. Drei wichtige Gegenstände. I think we have a fortune's worth of colors in this house. Das ist aber schön. Also es ist schöne Kunst. Ich mag diesen... Ich mag alles hier an dieser Wohnung. Mein Gott, wie traurig, dass man die nicht haben kann. Das hier würde mir Angst machen. Und die Winkekatze natürlich auch. Die ist mir suspekt. Aber auch schön eingerichtet, sehr liebevoll. Okay. This gets weirder and weirder. Am I supposed to go through the looking glass?
Martha? She's blindfolded. Oh, God. Shit! Das sieht echt schön aus. Man hat wirklich das Gefühl, die Pinselstriche und die Dicke der Farben zu sehen. Ich dachte natürlich, sie kommt schneller jetzt wieder her, aber das... Ah, okay. Sie kommt hier gar nicht rein, wenn ich hier bin. Das ist schön. Da geht's hier im Kreis. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt noch mal hier rüber geht, aber sie kommt da einfach nicht rüber. Das macht sie nur, wenn ich da rechts drin bin. Okay, sehr gut. Warum hast du mich nicht gewarnt, Auge? Ich hab's nicht gesehen. Auge! You had one job! Ja, aber ich meine, der Pinsel alleine, es sind ja noch keine drei Gegenstände. Ich drück schon noch immer LR und so in der Hoffnung, irgendwas angezeigt zu bekommen. Vielleicht ist hier ja doch was gewesen und ich habe es noch nicht mitgenommen. Nee. Da auch nicht, da auch nicht. Okay. Ich frage mich gerade, ob da hinten bei dem Gemälde vielleicht noch was ist, ne? Bei der... Ich dachte, du kommst hier nicht rein. Vielleicht kann ich ja damit irgendwas machen.
I guess this feels right. How many times, Walter? Don't disturb me when I'm painting. We'll talk later. Yeah, when she was painting, she was in her own world. It was hard to get through to her. Well, something happened. But I probably need more than that. Jetzt frage ich mich, ob der, ob sich hier noch was verändert oder ob jetzt einfach andere... Spiegel automatisch auch Türen sind. Weil das sieht ja eigentlich normal aus. Aber ich gehe noch mal rein, weil so sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Sieht soweit normal aus, ja. Okay. Aber das hier, seht ihr, das ist doch neu. Oh, is that Martha's earring? Ja, und das Ohr vor allen Dingen. Sehr komisch. Oh nee, jetzt ist es auch hier. There's no discussion. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? You will not change that. I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all. I felt helpless. What was that? Sie soll ein Clown werden. Nein, sie soll die dickste Frau der Welt werden. Nein, nein, nein. Sie wird ein Clown, so wie ihr Opa und ihre Tante und wir alle waren Clowns. I like her pictures, but something feels off. Ja.
Heute bei Auge oder Brust? Okay, Konzentration. Dory's not allowed to be in here alone because of all the chemicals that come with Martha's hobby. Ah, okay, hier die Showplan-Ideen, ne, mit ihr. Sie natürlich direkt sie einbauen, so ist das ja. Ne? Wenn du eine Künstler in eine Künstlerfamilie hineingeboren wirst, kannst du nichts machen. Can build some glitter cannons, could spice up the fun visually. Eigentlich sieht es ja schon ganz okay aus. Also irgendwas ist hier ja offensichtlich nicht gut gelaufen, aber die Grundlagen sind eigentlich da, scheinbar. Ne? Immer mit der Familie zusammen. Das ist ein schönes Bild. Bedenklich, aber schön. Jetzt ist die... Der Raum ist woanders, ne? Okay, das soll so sein. What the hell is going on? Is this crazy dream finally over? Es erinnert mich sehr an eine Geschichte, an der ich gerade schreibe, und zwar Schwund heißt die, und jedes Mal, wenn der Charakter schläft, passiert was. Und das erinnert mich gerade voll daran, weil ich auch das Problem habe, dass man ja dann immer wieder irgendwie diese Aufwachsituation beschreiben muss und irgendwo ist immer dann so eine Wiederholung halt, ne? Oh, das ist exakt so, das meine ich. Ja, aber hatten wir doch schon jetzt hier. Da ist doch nichts mehr, oder? Nee, oder doch? Knew it. Liest du mal wieder was von dir vor? Ja, ein. Also ich bin mir nicht sicher. Ich hebe mir das natürlich jetzt auch mal ein bisschen auf, bis das Buch dann wirklich fertig ist. Und dann im Sinne der Werbung und so mache ich das ja eh. Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? Achso, dachte schon, was ist das denn? Locked. She's probably asleep, I hope. Na, siehste. Zu Hochzeiten dürfen sie nicht. Auf Geburtstage, Gleichältriger darf sie nicht. Also das ist ja wirklich ganz schlimm. Immer. Arbeiten schon in jüngsten Jahren. Das finde ich eigentlich sehr unangenehm. Naja, wie gesagt, die Vorteile sind, man ist halt, ne, in einer Gemeinschaft und viel zusammen mit den Eltern und so. Sicher auch nicht verkehrt, aber dafür ist man halt
fern von allem anderen. Und auch ein bisschen dumm. Zumindest laut dieser Tests. Was ist da unten? Weiß ich nicht. Nix. Dory. Aber eigentlich wollte ich das, was da liegt, mitnehmen. Aber das erklärt, das hier erklärt, wo sie diesen Knick-Senk-Spreizfuß her hat. Oder er. Mit dem er hier so lang spratzt, dass man es immer auch hört. Ist da unten noch was? Nee, doch. Jetzt wird es aber auch knifflig schon. Als ob man da was findet. Hm, okay, aber es geht halt nicht auf, ne? Das ändert ja nichts. Shit. Scratch marks? This is not where the kitchen should be. No food in the fridge, but there's something else. The garage key. Who put that in here? Alles muss man selbst machen. I always did the dishes. This can't be our kitchen. This is what happens when Dory helps me with my work. Der hat sogar so einen kleinen, kleinen Superheldenanzug. Das finde ich lustig. So. Strange. Martha doesn't like takeout. Especially not pizza. Sometimes I take things home to fix them. Mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Locked. We use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't remember the combination. Ja, würde ich halt jetzt auch mal sagen, nehme ich jetzt einfach die Symbole, die hier sind, aber das sind ja, ich sehe jetzt schon mehr als genug. Also welche? Ah, das Licht aus, ne? Und dann bleiben vielleicht nur ein paar übrig. Doesn't seem to work. What is that supposed to be? It looks like a cipher. Okay, klar, aber wie bringe ich das jetzt nochmal in zusammen? Okay. Ach so, okay, ich brauche die anderen Sachen gar nicht. Nur das hier. Okay, Cypher. Hier. Der Feiernde. Der Typ, der ein Bier bestellt, während er am Tresen steht. Das ist der Erste. Der Typ, der ein Bier bestellt, während er am Tresen steht. Welcher ist das? Das ist die... Hä, wo ist das denn? Oder muss ich das zusammenbauen noch? Kann sein, dass ich das noch zusammenbauen muss, ne? Ja, ich glaube, so ist das. Okay. Also der Typ, der, also eins sind die Beine und das oben links mit dem, in dem Moment, welcher ist das? Krass, das kann doch nicht sein. So viele Zahlen? Weil ich das Gefühl habe, ich muss die rechte Hand und den, also nehmen wir mal den rechten und den linken Arm, muss ich beide
Das wäre ja bei 1. Für unten gibt's nichts, aber für oben gibt's den Arm. Das wäre die 4. Ne, der rechte Arm ist die 2. Okay, also 2. Und dann der Arm wäre die 4. Wenn ihr versteht, was ich meine. 2, 4. Und das dritte wären die Beine 2, 4, 1. Aber das ist ja nicht jetzt der Code, sondern es ist ja nur ein Teil. 2, 4, 1. Also 4, 6, 7, ne? Ich probiere trotzdem mal 2, 4, 1. Ach nee, das sind ja gar keine Zahlen. Das wird ja immer irrer. Moment, jetzt muss ich echt nochmal mehr überlegen gerade. Also wir hätten hier 2, 4, 1, okay. 2, 4, 1 ist dann 7. Aber das hilft mir doch alles nicht. Eins, zwei, drei. Okay, machen wir mal weiter. Also wir hätten 7 und dann wäre das eine 1. Moment. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, ne? Das kann ja auch gut sein. Vielleicht hier. Also auf jeden Fall die 4 bei Reihe 1. Und bei Reihe 2 die 1. Also 4, 1, 4. 4, 1, 4 wäre 9. Also 7, 9. Und das andere wäre bei der. Also die wäre die 2 in der ersten Reihe, die 3 in der zweiten Reihe. Also 2, 3 und die 5. 2, 3, 5, 8. Nee. Nee, nee. 2, 3, 5 ist 9. Hätten wir nochmal 9. Hilft aber eh nichts, ne? Also, weil das ist ja nicht dasselbe. Ach nee, und dann muss man doch das Ding auch wieder nutzen für die Zahl? Ja, stimmt, doch, so ist es wahrscheinlich. Okay, also. Das letzte war die 9. War das 9? Mann, jetzt habe ich alles wieder vergessen. Okay, wir machen es schnell. Also, der Typ, der ein Bier bestellt, ist die... Moment, da ist die 2 plus die... Wo ist das denn nochmal? 2? Plus... Ah, 2 plus 4, 6 plus 1, 7. Also 7. Hinten ist 9. In der Mitte war... Was nochmal? 1, 4 und nochmal 4 war es, glaube ich, ne? Ne, 1, 4 und... Doch, 1, 4 und nochmal 4, also 9. Also 7, 9, 9. Also 7... Kann mal gucken, welche davon jetzt hier... Ich meine, ne? Was ist jetzt hier 7... Okay, gucken wir mal hier im ersten. Was ist hier die 7? Ist es dieses Häkchen? Das werde ich sicherlich jetzt hier nicht finden, oder? Ups, war es da gerade? Nee, es ist nur so ein kleines Häkchen. Nee, nee, das ist nicht richtig. Ich muss doch gerade in den Chat gucken, weil ich es echt auch nicht mehr weiß, ne? Marafisch, moin Simon, Todkiller ist ja mal richtig ausgerastet, danke nochmals. Ja, kein Problem. Circle, guck dir Circle an auf Base-Plattform von Coinbase. Circle. Das wird richtig abgehen. Richtig, richtig abgehen. Aber, darum geht's ja nicht, aber Todkiller ist ja noch nicht längst am Ende. Die müssen ja erst noch, ne, Shibarium und so. Egal. Ah, okay, also warte mal hier. Da ist das Mannequin auch noch. A mannequin. Very Vielleicht muss ich hier was anderes. But only the legs are left. Was anderes Maybe the rest is still in here somewhere. There's a laser pointer attached to the hand. Ah, okay, seht ihr, ne? Zahlen. Eine Hand mit einem Laserpointer. Die kann ich hier wahrscheinlich nicht drauf machen. Man sollte annehmen, ich kann damit was machen, aber ich muss das, glaube ich, zusammenbauen. Ich habe die Hand. Ah, ein Arm. Oh, there's the arm. What are these numbers on the joint? Also diese 799 werden wir uns gleich noch anchecken, ne? Ihr habt auch noch keine richtigen. Ja, ihr sagt, das sind zwei verschiedene Rätsel wahrscheinlich. Es könnte sein, ne? So. Schauen wir erstmal weiter.
Also wo könnte denn der... Ich denke halt immer, der ist wahrscheinlich irgendwo zwischen den Farben versteckt. Aber wir suchen natürlich den Oberkörper des Mannequins, was mich sehr an Kim Cattrall in Mannequin erinnert. Einem wundervollen Film der 80er, wo ein... Eine quasi, was schon mal die Incel-Bewegung geforeshadowed hat, weil sie sich ein Mannequin, das zur Frau wird, holen. Also er verliebt sich in Mannequin und das wird dann aber auch echt. Und dann hat er eine Frau. Wundervoll. Und das. Sind Sie Sarah Connor? Ja, danke. Vielen Dank. Ah, okay. Ah, okay. 799. Okay. Ah, na gut. Okay, das wirkt nicht richtig, ne? Es geht nur bis 7. Okay. Na, aus irgendeinem Grund A. Ah. Also, das, der Oberkörper, der Rumpf ist 1, das ist 2 und das dann natürlich 3, steht ja da. Ach so, doch wieder das, okay. Aber wenn das 1 ist, heißt es dann, dass jetzt der rechte Arm einfach nur ist, also die 2. Okay, wir machen es mal so schnell. Die 2, okay, von mir aus. Und das zweite ist dann... Oder nehmen die immer ein Symbol? Ah, ich glaube, so ist es. Die 2. Die 4. 2, 4, 1. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Ne? Ich glaube, das zeigt dann einfach auf die verschiedenen Symbole. Und dann weiß man, welche man nehmen soll. Oh, like this? Yeah. Boy. Hier der umgeworfene Regenschirm. Da. Der umgeworfene Regenschirm. Und jetzt kommt's nächste. Jetzt kommt's die Nummer 2. Das war hier. Das ist hier oben. Die... Oh, da muss ich gerade mal gucken. Das ist die 4. Die 4. Schreiben Sie mal die 4 auf. 4, dann die 1. Und dann nochmal die 4. 4, 1, 4. Es tut mir leid. Es ist auch für mich schwer, das Gehirn über einen so langen Zeitraum zu belasten. Also sind bisher, finde ich, sehr schön gemachte Rätsel. So, like this? Die auch nicht überfordernd sind, aber auch nicht langweilig sind, weil sie zu einfach wären oder so. Das gibt's ja auch gerne mal. Moment, was los? Der Drachen. Das sollte der sein, nehme ich an. Und das dritte ist dann, machen wir mal ganz schnell jetzt hier die 2 und dann haben wir noch hier die nach links unten die 2, die 3 und unten haben wir noch die 4, 2, 3, 5, 2, 3, 5. So, like this? Nee. Nee, geh mal weg. Nein. Oh, like this?
Nanu? Ah. Das, das Tee. Da, aber das Tee. Ach, got it. Let's see what's inside. Oh, this is a prop I took home a few years ago. I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. Aha, jetzt wird's langsam interessant. Huh, let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. Oh, there's something inside. Oh, er hat den Zirkus. Obliged to perform for the circus until the age of 16. At least 40 hours weekly? Unangenehm. $1,000, wenn was passiert. All risk and responsibility for her own safety. Alter. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Martha. Sie stehen hier nicht vor Gericht. I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Okay, sie hat ihn an den Zirkus. Sie hat sie an den Zirkus verkauft, bis sie 16 ist. Scheinbar. What the hell? A train? Vielleicht ist das Dorys Zukunft. Im Zug mit dem Zirkus herumreisen. Gibt sicher Schlimmeres, gibt auch Besseres. So sieht das also aus, wenn ein Zug fährt. Ah! Die sollen also gar nicht am Bahnhof rumstehen oder verschwunden sein. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Man wartet nicht auf den Zug. Der Zug bringt einen woanders hin. Das ist völlig crazy. Sweet animal, but the circus was not the right place for her. Nobody should be locked up like that. Das ist ja auch nicht ohne Grund, dass hier alle Schädel immer eingeschlagen sind, glaube ich. Da stecken ja sogar Nägel drin und so. Das ist ja schon irgendwie bearbeitet worden. Die Hände auch. Irgendwas ist da auf jeden Fall als Metapher verarbeitet worden. Ich weiß nur nicht noch was. Vielleicht hat er im Streit der Mutter den Schädel eingeschlagen, weil sie die Tochter an den Zirkus verkaufen wollte. Da fragt man sich, okay, für wen soll ich jetzt, also auf wessen Seite soll ich sein? Ist doch auch schön. Ist doch auch ganz schön. Hier schläft Rodri, der Clown und unser Magician. Oh, what was his name? Oh, I never really liked magicians. They always mess with your head. Und dann die Kippenpackung auch überall. Ja klar, jeder ist für sein eigenes Equipment verantwortlich. Sage ich ja schon seit 20 Jahren erfolgreich. Ah. That was our cabin. But I often spent my nights in the workshop.
Martha gave us that probably wasn't very healthy for our relationship. Mit sehr viel Liebe zum Detail sind diese ganzen Zirkus-Accessoires und zeitgenössischen Unterhaltungsinstrumente hier übersetzt worden. Also ist echt nice. Aber wenn die doch eh zusammen alle im Zirkus reisen, warum mag er das dann nicht, dass sie bis 16... Also wahrscheinlich, weil es gefährlich ist, ne? Weil es ein gefährlicher Job ist. That's why the train ultimately wasn't worth it anymore, and the circus settled down. And we bought a house that we couldn't afford. Why is the creepy mannequin here? Ich hatte absolut recht. Das Foreshadowing ist ja faszinierend, wie ich das direkt erkannt habe. Niemand kann sich so eine Wohnung leisten. Die Wohnung hat euch ruiniert, die hat euch gegeneinander aufgebracht, die Wohnung hat diese Beziehung auseinandergebracht und die ganzen Scheiße erst losgetreten. Die teure fucking Wohnung. Mein Gott, shit just got real. Jetzt kann ich alles nachvollziehen, was hier passiert. That was our lounge. Hanging out here made the long journeys a little more bearable. We mostly had canned food stocked. Sometimes Rodri cooked. His canned beef stew special was amazing. Here wasn't all bad. Shame that the circus is no more. Hey, what am I saying? I still work here. And Martha and Dory still have their shows. We just don't travel around anymore, right? Why is my memory so fuzzy? Wait, did I turn around? This is my workshop again. Ey, das ist ein bisschen wie der Demenz-Simulator. Also es ist wirklich... Am Ende sind wir einfach ein 87 Jahre alter Mann, der immer allen Leuten in seinem Altersheim auf den Nerv geht, weil er von seinen Zeiten beim Zirkus erzählt und von seiner von ihm entfremdeten Frau und dem Kind, was er seit 20 Jahren nicht gesehen hat, was komischerweise nie kommt. Das wäre ziemlich dark und übel. Okay, das erklärt den Kopf, ne? Das war ein kurzer, schöner Schockmoment. Nee. Der eskaliert aber ganz schön schnell, ne? Direkt den ganzen Waggon entkoppeln. We'll be right back.
Das funktioniert nicht. Du hast gar keinen Kopf mehr. Kannst du keine Kopfnuss geben. Es ist nur noch Nuss. Sag nicht, ich hätte sie nicht gesagt. Okay, hier. Irgendwo. Muss doch. Oh, there's the lever. Now let's get rid of this goddamn puppet. Das ist ja komisch. Mann! Man muss es immer erst einmal abexerzieren. Was soll ich denn noch machen? Also ich muss offensichtlich irgendwas noch anders machen hier an der Stelle. So vielleicht. Nee, es bringt nichts. Ja, das kommt später. Bleibt doch offen. Ich kann es nicht beschleunigen.
Wenn das Ding schon mal offen ist, ne, geht wieder nicht. Doch, wenn das schon mal offen bleiben könnte, wäre das schon mal ganz gut. Weil mehr ist hier nicht. Wenn das auch bleiben könnte, wäre auch nicht schlecht. Das meine ich. Bleibt doch mal offen. Geht das irgendwie? Wie lange bleibt das offen? Shit, das machen die extra. Also wir müssen rennen. Oh, there's the lever. Now let's get rid of this goddamn puppet. Now I have to pull the lever to the right side. Okay, what now? How do I get off this train? Can I even leave, or am I trapped in this nightmare? There's nothing more to say, Walter. I've made myself clear. What is wrong with my head? I don't care what you think. You can leave. We don't need you. She doesn't need you. Where do these cruel flashbacks come from? I just don't know anymore. Was? Moment, ich unterbreche diesen sicherlich auch wichtigen Stream für eine noch wichtigere Information aus meinem Chat. Am Donnerstag gibt es wieder Mario Pizza bei Netto. Haben die auch die Luigi Pizza? Ist die Mario die mit dem Käse, ne? Und die Luigi ist die mit den ganz vielen Salami-Dingern. Weil die mit, ey, die Mario, also eine von diesen beiden ist richtig gut. So viel Zeit muss sein. Away from this awful circus. I have to save Dory from her. Ja, die Frage ist halt, er denkt, er muss sie retten, aber sind sie vor ihm nicht geflüchtet? Und was ist das? Da verkaufst du aber nur ganz wenige Pullis von. Ich weiß auch nicht, warum ich meine Quins, warum ich die nicht verkauft habe. Schräges Spiel. Bisschen wie Harry Potter, wenn die Dementoren kommen, ne, im Zug. Kommt auch langsam das Haus, ne? Wir wundern uns eigentlich, nee, das ist der Zug noch. Aber das fällt mir gerade ein. Wir sind so
völlig einfach selbstverständlich bei dem Intro davon ausgegangen, dass dieses Haus und so, dass da irgendwas ist. Aber das Haus ist ja eventuell überhaupt der Grund erst für den ganzen Ärger. Und eben, dass die Familie einfach flügge war und ihm nicht im Nest bleiben wollte vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so einfach. So sieht es in meinem Kopf aus, wenn ich versuche, ob ich einen Tweet absetzen soll oder nicht. Ich weiß nicht, Sir! Ach, der Tweet muss das abkönnen! Ach, ich liebe mich. Ich finde mich klasse. Okay, was haben wir denn noch? Hier ist nichts mehr, ne? Da. Der Button. Nee? Ja, hier kamen wir auch her. Ja, ärgerlich. Ich mach einmal. Ah, seht ihr? Okay, ich muss wirklich noch was damit machen. Looks dead and cold. Whoa, what's going on? It sounds like it's gonna explode any minute. Or maybe I can let off the pressure somehow. Oh, ich soll das machen, ne? Oh, that seemed to work. Oh, I think it's getting worse. Es ist wirklich die Twitter-Erfahrung. Tweet wurde abgesendet. Resonanz unbefriedigend. Änderungen. Letzte Möglichkeit für Korrekturen. Löschen. Ja, nein. Ah, jetzt. Manchmal muss man sehr lange drücken. Deswegen dauert es für euch gefühlt so lange. Das finde ich sehr lustig, die Frage. Bekomme ich häufiger. Du bist der erste Streamer, der in 2K streamt. Wie machst du das? Ich habe einfach. Keine Ahnung, ich habe einfach nur in den Einstellungen von meinem OBS. Habe ich gesagt, machst du den Datendurchsatz auf die 9000 hoch? Machst du den voll bis nach oben? Randvoll kaputt. Und dann geben die dir halt. 8000 irgendwas ist. Aktuell 8344. Und dann stellst du einfach im OBS hoch. Auf. Du musst natürlich die Auflösung manuell eingeben. Vielleicht ist das, wo ganz Twitch bisher versagt hat. Dass man oben natürlich eine Auswahl hat, wo das, was ich jetzt hier aber nicht dabei ist. Aber du kannst es ja manuell eingeben. Ich musste auch googeln, was 1440p auf der anderen Seite genau bedeutet. Welche Auflösung das ist. Aber es war nicht schwer. Es war überhaupt nicht schwer. Und ich finde es faszinierend, dass Leute es faszinierend finden, weil ich mache das ja nur für YouTube, damit die Videos dann besser, in besserer Qualität durch die erneute Hoch-Runterlad-Geschichte verlieren die ja immer ein bisschen auch an der Kompression und so und kriegen dann immer so komische, ekelhafte Fragmente. Und das hatte ich ein paar Mal sehr schlimm. Ah, jetzt ordnet sich wieder alles. Wenn ich nah rangehe, ne? Das finde ich sehr schön, sowas, so ein Effekt. Das ist auch beruhigend, das ist schön wholesome, wenn man sieht, wie sich alles wieder zusammen, von selbst zusammenräumt, mehr oder weniger.
jetzt hab ich Hunger. Ich meine, auf den Bildern, ne, es passt ja irgendwie alles auf den Bildern, war zumindest die Tochter, deswegen nehme ich an, die Mutter auch, ja auch asiatisch angehaucht optisch, ne, wenn ich das so richtig deute oder wenn ich das richtig erinnere. Oh, ich würde das so gerne jetzt lesen können. Was steht denn da? The Magic Journey. Und ein geiles altes Atari 2600. Oh Mann, ey. Ach, toll. Auf jeden Fall eine Zeit, die technischer wirkt als alles, was wir bisher gesehen haben. Wobei, nee, wir hatten ja auch das schöne Haus. Nö, stimmt gar nicht. Aber auf jeden Fall, der Zirkus wirkt wie aus einer völlig fremden Welt, ohne wo die Elektronik nur für die Animatronik benutzt wird und vielleicht noch für die Beleuchtung. Aber das auch nur, weil sich die Zuschauer immer beschwert haben, dass sie bei Kerzen und anderem immer verbrannt sind. Oh, ich drehe mich nicht um. Und sie haben auch gelogen, es ist überhaupt nicht größer als draußen. Sehr mysteriös. Train. Where am I now? This is my screwdriver. I wondered where I left it. If Papa can't fix it, we're screwed. Das ist gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Das ist ein guter Auf. Ich meine, Schraubenzieher und Dreher müssen ja ohnehin keine Aufschrift haben. Aber wenn, dann ist es ein guter Spruch. Oh ja, das heilige Rektum. Schön. Oder? Wie so ein Ball, wo nur so ein kleines Poloch drin ist. Wofür? Tja, das weiß ich auch nicht. Martha's rehearsing tonight. Yes, I remember now. I need to get there. Ugh, I got a bad feeling in here. Ah, here is Zohan again. I wonder what he sees in my future. This is what the great Zohan sees in your future. Tonight, the stars align. It is the best time to achieve your goals. Das war's. Something came out of the machine. Death. Seems like a pretty bad. Nee. Oder? Ist der Tod? Der Tod ist ja nicht zwingend ein schlechtes Zeichen in der Tarot-Szene. Was weiß ich, weil ich bei Underground Ghetto Tarotkartentreffen dabei war, bis die Polizei kam. Dann sind wir in alle Richtungen. Dann sind wir weggerannt in einer Wolke aus Karten. I can't believe I have to do the next show alone. How could she get sick now? Oh, did you two go to the lake again? Ah. In this cold? Okay, Mutter ist anstrengend. Wirklich. Ich glaube mittlerweile, es ist wirklich die Mutter. Es ist immer schwer zu glauben. Man denkt immer, der Vater, wenn, dann muss es der Vater sein. Aber jetzt hier in diesem Fall, glaube ich, ist sie das. Der Problemfaktor in der Beziehung. Also in der Familie, meine ich jetzt. Ne? Kann ja sein, in der Beziehung, was weiß ich.
Aber vielleicht ist es auch seine... Ich meine, wir haben hier eventuell einen unverlässlichen Erzähler, ne, dem wir nicht trauen können. Tonight closed due to weather. Alter, das ist schön. Everything is so surreal. Ich hab mal kurz lauter gemacht. Da muss ich auch direkt an Silent Hill 2 denken. Oder was, 3? Ich glaube 3 hatte das. Ah, ich weiß es echt nicht mehr. Jetzt geht er eigentlich auch wieder, ne? Ich habe keine Münzen. Vertrauenserweckend. Komm nur rein, komm nur rein, kleiner Freund. Wir warten auf dich. Ja, ich spreche, wenn ihr Bock habt, wenn ihr einen Jahrmarkt habt, ich spreche euch da gerne irgend so eine Clownspuppe ein, die dann das im Endloop 12 Stunden am Tag raushaut. Und die arme Sau, die da in der Nähe arbeiten muss und eigentlich nur Gebackenes verkaufen will, verflucht mich auf Generationen. So stelle ich mir das vor. Ooh, looks like the storm hit us pretty bad. Ich meine, man kann sich ja, man sieht es ja auch hier, das sieht schon sehr spannend aus, da gehen wir gleich hin. Man kann sich ja das irgendwie denken, aber Sideshow Bob habe ich früher nie verstanden. Aber klar, zu dem normalen Zirkus gibt es dann halt noch die kleineren Sachen. Wo dann halt jeder versucht, irgendwie ein bisschen Kohle den Leuten noch aus dem Kreuz zu leiern. Entweder mit Freaks oder halt Fakes. Freaks und Fakes. Is anybody there? Vielleicht kennt ihr ja noch von früher Ripley's, Believe It or Not. Das gibt's glaube ich gar nicht mehr, aber früher war das auch so ein Franchise, wo dann so unglaubliche Sachen gesammelt wurden. An sich ist es eine schöne Idee. Martha must still be in here. What am I doing? This doesn't feel right. I need to hurry. Up
here is the rigging. Der Ofen aus Kevin allein zu Hause ist auch dabei. Ja, der vorhin, ne? Da musste ich auch voll dran denken. Ja, das ist schon wahr. Geil, der alte Aschenbecher meiner Eltern. I need something to cut these. Aber warum? Warum? Okay, vielleicht einfach das. Yeah, this should cut through the ropes. Ja, aber warum? Na gut, wir machen es trotzdem. Ich hinterfrag's nicht. Stop. Why am I doing this? That's the safety net. No! I won't let you take my child away. Dory? No! Ah, okay, er hat nicht gewusst, dass da seine Tochter ist. Oh ja. Why? It doesn't make any sense at all. Oh, Martha. Why would I do this to you? There had to be another way. Yet I picked the worst possible one. Why? Oh, how could I believe this would help you in any way? I am so sorry. Oopsie. But what now? I need to find a way out of here. Folding. Oh, I can't see a thing. Is that a flashlight there? What is this? It seems like something has to be put in there. Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Ich habe voll gehört, dass da irgendwas schon angelaufen kam. Ich habe versucht, meine Lampe auszumachen. No, 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 not again. Punishment? Oh, there must be a way out of this forest. Das Vieh scheint mich ja wirklich, sobald ich einmal Fehler mache. Mit den Wimmeln scheint es ja schon auf mich abgesehen zu haben. Oh, das klingt, wie wenn so richtig geiles Müsli ist, so crunchy Müsli.
und nebenbei pinkelt. Das war eine gute Idee, das Müsli auf dem Klo zu essen. Ich laufe erstmal am Rand. Ich tried, but I was not cut out for office work. Station. I remember. I needed the money and I didn't mind taking over the night shift. I was fired after 2 weeks when they found me drunk behind the counter. Maybe there's something inside. Er hat schon eine sehr selektive Wahrnehmung, ne? Erst war das mit dem Alkohol ja gar nicht so das Ding, jetzt plötzlich hat er einen Job deswegen verloren, so. Ne, es ist schwer. Also ich allein, wer so eine Entscheidung trifft wie mit diesem Netz, strangely drawn to it. Zeigt ja eigentlich schon, dass er jetzt kein smarter Typ ist, der die besten Entscheidungen What trifft. Is that? I can't really make it out. Some kind of cube. Looks like a puzzle. Car keys? I don't recognize them. Walter, ich muss dir leider mitteilen, dass ich mich schweren Herzens dazu entschieden habe, dein Arbeitsverhältnis bei mir mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich weiß, du brauchst das Geld. Dennoch ist die Sicherheit und das Wohlbefinden meiner Angestellten und der Kunden meine oberste Priorität und ich kann kein Benehmen tolerieren, das andere gefährdet. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und hoffe, du nimmst das zum Anlass, über dein Verhalten nachzudenken und dein Leben zum Positiven zu wenden. Wenn du etwas brauchst, melde dich gerne bei mir. Ich werde immer versuchen, dir zu helfen. Ich kann mich einfach nur nicht weiter bei mir beschäftigen. Liebe Grüße, Derek. Oh, Derek was a nice guy. I didn't know what to do with myself besides drinking. Wasser kann man nicht. Orangefarbene Kabel geht auch ins Wasser, dann muss es ja einfach das rote sein. Ah! Es ist auch einfach super dumm. Aber jetzt gehe ich mal woanders lang. Okay, man kann ihn aber ganz gut irgendwo hinlocken. Damit. Immer an diesen Points of Interest sind dann, glaube ich, auch die Bimmeln breitflächig aufgeräumt, aufgehängt, nicht räumt. Weil nämlich niemand diesen Wald aufräumt. Kann ich nicht einfach machen. Meisenknödel, okay. Aber Bimmeln? Oder sind es einfach, sind es die Klingeln der Vögel für die Post und so? Hier waren wir schon, wenn man das nochmal.
what is the tent doing here? I somehow feel drawn to it. The watch. Looks pricey. But it couldn't be mine. But it feels like it belongs to me. Es waren doch nur Kugeln. Ich habe einfach nur zwei Kugeln. Na gut, egal. Schreckliche Tragödie bei Nelson Broad Circus. Mutter und Tochter nach Sturz vom Drahtseil tot aufgefunden. Der Nelson Broad Circus, seit über 50 Jahren ein beliebter Pfeiler unserer Gemeinde, blickt auf eine ungewisse Zukunft nach dem tragischen Unfall während einer Drahtseilaktprobe, bei dem eine Mutter mit ihrer jungen Tochter ums Leben kam. Die Opfer, Martha Thompson und ihre Tochter Dory, stürzten aus 10 Meter Höhe in den Tod und wurden später im Zelt aufgefunden. Die Suche nach den Ursachen für diesen schrecklichen Unfall sind bereits in vollem Gange. Doch bereits vorher hatte der Nelson Broad Circus mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. In den letzten Jahren konnte der Circus keine große Zuschauerschaft mehr erreichen und musste an vielen Ecken und Enden Geld einsparen. Wie beispielsweise bei Gehältern und der Instandhaltung der Ausrüstung. Die Tragödie trat eine erneute besorgte Debatte um die Sicherheit der Artisten und den Ruf nach strengeren Vorschriften los. Viele Gemeindemitglieder sprechen über die Risiken bei Zirkusauftritten und ob die Industrie genug tut, um sowohl Artisten als auch Zuschauer zu schützen. Während die Ermittlungen anhalten, betrauert die Gemeinde den Verlust von Martha und Dory sowie die ungewisse Zukunft des Nelson Broad Circus. Es ist eine traurige und schwierige Zeit für alle Beteiligten und das Zirkusmanagement versprach, mit allen Mitteln herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam und wie man solche Vorfälle in Zukunft verhindern kann. Weirdly enough, they'd never suspected me. I should have come forward. Instead, I just lived. Wobei man wahrscheinlich davon ausgehen könnte, dass man eigentlich erkennen müsste, dass ein Seil nicht durchgerissen ist oder so, sondern eben durchgeschnitten. Da lag ja sogar so eine riesige Bolzenschere. Wir haben einen riesigen Bolzenschere gefunden. Kann das damit was zu tun haben? Nein, der ist doch für Bolzen. Wir brauchen einen Seilschneider. Anders kann ich mir zumindest nicht erklären. Okay, hier. Nee, hier ist nichts mehr. Nur die Kugel und die Erkenntnis. Das ist ja gemein. Kaum. Och, das ist ja echt gemein. Oder soll die eine mal kriegen? Okay, die soll einen kriegen. Ich verstehe. Diesmal soll sie einen kriegen. Dreimal haben wir vorher sie verarscht. Jetzt aber holen wir uns die Kugeln und behalten die, wenn ich das richtig sehe. So ist es nämlich. Heart fits perfectly. What is it? Kann ich da nicht einfach meinen Hoden? Nee, es geht leider nicht. Okay, gleich. Nächstes Mal. Jetzt wollen wir aber auch alle wissen, was da eigentlich ist. Verstehe. Das ist so ein bisschen das Slenderman-Prinzip. Man darf es nicht angucken.
Das Vieh klingt wie die Hunde aus dem Resident Evil 1 Intro. Du hast absolut recht, wenn die dieses Maul aufmachen. Da ist nämlich in dem Video ist genau dieses Geräusch, in dem Video am Anfang, ist genau das Geräusch reingespielt. Das ist wirklich so. Gute Beobachtung. Necklace? I can't make out the name. Those are dog tags. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Hoffentlich weißt du, dass du der beste Papa auf der ganzen Welt bist. Wegen dir und Mama kann ich jeden Tag an meinem absoluten Lieblingsort verbringen. Ich weiß, dass du manchmal böse bist, wenn ich meine Hausaufgaben vergesse. Ich werde wirklich, wirklich öfter daran denken. Versprochen. Mama hat mir bei dem Kuchen für dich geholfen. Wenn ich vom Training zurück bin, können wir ihn essen. Und vielleicht können wir ja nochmal zum See gehen. Du kriegst ja noch dein Geschenk. Ich hoffe, du hast den schönsten Tag, Papi. Dory. What have I done? Es ist wahr, er ist ein Monster. Und Mama versucht ihn zu kriegen. Aber Mama hat auch das Leben riskiert von Dory. Mama ist auch Problem, Frau. Nicht nur er. Kann man schön vergessen, dass hier alles auf ihn. Also gut, er hat schon 99% der Schuld. Aber sie wollte ihm die Frau wegnehmen. Das Kind. Ich weiß nun, was ich machen muss. Ja, das war die Monster-Version von Uber. What now? Reicht das nicht? This will lead me out of this damn nightmare. Oh, I have a bad feeling about this. Habt ihr gerade auch gesehen, ne? Diese futuristischen Kapseln. Ein kleiner Glitch ist auch in einem anderen Spiel. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ja, genau. Oh,
I'm so sorry. Das ist der Shit, den ich mag. No, no, no! Doch, doch, doch! No. Auf ewig fallen die Töchter. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich aufhören muss, weil mir gesagt wurde, pass auf, Simon, wir wissen, du bist ein wahnsinnig schlauer Fuchs, du spielst die Spiele ja quasi, nicht du spielst die Spiele spielen dich, was sagen sie immer, Simon, du bist ein Genie, wahnsinnig intelligent, spielst jedes Rätsel so, also schneller durch als alle anderen, deswegen wurde ich abgeraten davon, hier weiterzuspielen an dieser Stelle, weil ich euch sonst spoilern würde, aber ihr habt ja so ein bisschen einen kleinen Teaser vielleicht schon bekommen. Mehr als das habe ich auch nicht, aber ich kann mir jetzt auch schon ein bisschen was denken und ich muss jetzt hier aufhören. Ich werde es nicht zu Ende spielen aus folgendem Grund, den ich gerade auch genannt habe, weil ich der Derlek halt versprochen habe, naja, ich spiele es jetzt nicht komplett durch, hätte ich jetzt sicher machen können noch, geht ja noch ein paar Stunden, aber man hätte auf jeden Fall noch mal dieselbe Länge weiterspielen können, glaube ich. Und die wollen natürlich nicht, dass ihr euch das einfach nur bei mir anguckt. Ist ja irgendwie auch klar. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch das gerne kaufen. Der Link ist jetzt hier im Chat. Außerdem natürlich steht er auch in dem Video unten nochmal. Ich werde es aber jetzt nicht zu Ende spielen. Irgendwann, wenn ich mal, irgendwann kriege ich vielleicht die Genehmigung und dann sagen die, ja, jetzt ist das Spiel langsam durch. Oder sie sagen, ey, jetzt ist hier nochmal irgendwie eine Rabattaktion, jetzt kannst du es nochmal machen oder so, dann würde ich es noch zu Ende spielen. Aber ich, wie gesagt, ich kann ja schlecht den Entwicklern auf der einen Seite sie loben für dieses schöne Spiel und auf der anderen Seite ihnen quasi das komplette Spiel vorspielen, damit es keiner kauft. Ich hoffe, ihr versteht's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Es ist jetzt Mitternacht. Ich höre jetzt auf. Ich bedanke mich bei allen, die da waren. Ich schicke euch gerne noch woanders hin. Wenn ihr es schnell macht, seid ihr noch vor der Werbung weg. Dann suchen wir uns noch mal einfach jemanden, wo ihr jetzt schnell noch hin könnt. Allen anderen, die jetzt erst als Video sehen, kann ich nur raten, sich das Spiel anzugucken, da über den Link und vielleicht auch mal die anderen Videos bei mir auf dem Kanal. Da sind auf jeden Fall einige. Ich kann ja gerade mal meinen Kanal aufmachen, damit ihr einmal den Stand habt. Bitteschön. So sieht es im Moment dort aus. Eine Menge Kram. So, währenddessen schicke ich euch, wohin denn? Wer ist da? Gronkh, Unsympathisch TV, Maluna, Schlorok, Shuyoka, Mickey, Holly, Orange, Morange, so viele Leute, PewDiePie, Games Done Quick, das ist doch mal schön. Schicke ich euch zu Games Done Quick und da könnt ihr euch wie immer jede Menge Speedruns angucken. So, wenn ihr das jetzt gerade als Video seht, dann bedankt euch doch bitte gerne in Form von Daumen hoch. Das hilft mir. Kommentare helfen mir, wenn sie länger sind. Bitte, ihr Pornobots, hört auf, mich voll zu spammen. Ich muss das doch alles immer sofort löschen. Ich finde die Hintern, die ihr mir da als Kommentare hinknallt, ja auch toll. Aber bitte hört auf damit. Ich weiß, ihr hört mich. Ich weiß genau, ihr hört mich. Hört auf damit, liebe Bots. So, ja, und dann könnt ihr meinen Zweitkanal Montalk abonnieren. Da habe ich zum einen nämlich, kann ich mal gerade gucken, AI in space, return to grace. Da, geil, hier,
Montauk, genau, da gucke ich nämlich hier Resident Evil Fanfilme. Das ist ganz lustig. Hier geht es über Portugal und Rocket Beans. Hier habe ich AIs getestet und so weiter. Hier sind Kurzgeschichten von mir. Also es gibt auf jeden Fall einiges. Guckt da doch mal rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Und jetzt schicke ich euch rüber zu Games Done Quick. Bis dann. Tschüss. Gezoink. So, da sind sie weg und ich bedanke mich bei euch für eure Anwesenheit. Alles andere wurde gesagt. Viel Spaß. Danke auch an Dedelic für den Key und die Möglichkeit, das Spiel hier vorzustellen. Hat mir gefallen. So, alles andere habe ich bereits gesagt. Wir sehen uns. Bis dann.